Herzlich willkommen zu uns in eurem Ohr. Ihr hört den Vorzocker Gaming Newscast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Vorzocker Newscast. Ich bin der Kevin und mit dabei das beste Podcast-Team aller Zeiten, der Cookie. Hi Cookie. Hallo, hallo, hallo. Und der Christian. Christian, hi. Moin, moin. Habe ich schon mal deinen richtigen Namen verraten? Nee, ich habe immer Chris gesagt, das ist eigentlich dein Deckname. Wie Clark Kent. Jetzt weiß jeder, dass du Christian heißt, so ein Kack. Vielleicht heißt du Chris. Scheiße, jetzt finden die mich alle. Genau. Ich habe das schon öfter auch mal gesagt. Echt? Christian. Ja. Aber ich wollte gerade sagen. Vor allem, wenn es um Besitz, ne, diese Form in der Grammatik, wo es um Besitz geht. Was ist hier los? Weil Chris's iPod klingt halt scheiße, deswegen in dem Fall sage ich halt immer Christians iPod. Chris iPod, ja. Aber das Ding ist ein bisschen seltsam, ne? Also Chris könnte ja alles sein. Könnte ja Christian, Christoph, Christophorus, Christina. Christina, natürlich. Wer hätte Christus? Nee, Christus nicht. Das ist vollkommen abwegig. Außer Jesus Christus war auch so BWL-orientiert. Man weiß es nicht. Aber Christina wäre das Naheliegendste gewesen eigentlich für die Leute. Eigentlich wohl. Was ganz politisch Unkorrektes dazu gerade eingefallen, aber das verkneife ich mir. Naja, besser nicht. Wir sind ein sehr politisch korrekter Vorzocker-Newscast. Das haben wir schon sehr oft bewiesen. Und von daher sachlich neutral und wir regen uns nie auf. Und deswegen ist das auch richtig so. Ganz am Anfang müssen wir hier das typische Tät-a-Tät machen. Ihr hört uns entweder gerade auf YouTube oder ihr hört uns bei iTunes inzwischen seit 2-3 Wochen wieder oder auf euren Android-Geräten, weil wir euch einen RSS-Feed nämlich zur Verfügung gestellt haben. Das ist wunderschön. Da könnt ihr mit eurem ganzen Podcast-Grabbern, könnt ihr euch dann quasi mit dem RSS-Feed auch auf Android, mein Gott, jetzt komme ich durcheinander, auf Android-Handys unseren Podcast anhören. Das ist wunderschön. Wir freuen uns über jeden Kommentar. Wir freuen uns auch über Bewertungen bei iTunes. Das wäre super geil, wenn das langsam mal ins Rollen kommt. Dann werden wir nämlich auch ein bisschen bekannter bei iTunes und reißen dann Stück für Stück die Weltherrschaft an uns. Habe ich recht, Jungs? Yes. Yes. The Pinky and the Brain. Dann. Da. Die News. Goddammit, das war gut. Die News. So, wir starten in die News und goddammit, verdammte Hölle, was macht Nintendo da wieder? Das sind ganz frische News, die kamen heute rein, ich hab's auch getwittert. Ich bin ein bisschen fassungslos, was da heute, mir fehlen schon die Worte, bekannt gegeben wurde. Auf Twitter, beziehungsweise auf Reddit oder wo auch immer, 4chan, wie auch immer diese ganzen komischen, neuartigen Sachen heißen, tauchte ein Bild auf, und beziehungsweise ein Artikel, wo man ein Splatoon-Headset, ein Splatoon 2-Headset gesehen hat und die Möglichkeit, wie Party-Chat auf der Switch möglich ist. Und Leute, haltet euch fest, auf diesem Bild sieht man einen Adapter, an dem ist ein Headset dran. Von dem Adapter geht ein Kabel raus in ein Handy, weil da die Handy-App für ein Party-Chat drauf ist. Von dem Adapter geht ein drittes Kabel raus in die Konsole, die in dem Moment quasi im Handheld-Modus gehalten wird. Was zur Hölle ist denn das? Ja, ach so, das war schon der Übergang. Ich dachte, ihr wollt mit einstimmen. Ey, das ist, ich weiß nicht. Also ich habe die Quellen mir nicht angeguckt. Ist das tatsächlich real? Das ist so, wie ich das sehe. Wenn du jetzt sagst, dass das irgendwie auf 4chan oder so aufgetauscht ist, ist jetzt nicht nur irgendein Leak oder so, das ist tatsächlich real, ja? Das, so wie ich das einschätze, ist das legit. Das ist auch offizielles Pressematerial und das ist auch auf Kotaku heute noch aufgegriffen worden mit so einem Post, wo man dann auch so ein Splatoon-Squid-Männchen sieht mit diesem Headset auf und sowas alles. Ich gehe davon aus, dass das real ist. Ah, ja. Oh, ey, das kann nicht sein. Es kann nicht sein. Das fuckt mich schon wieder so. Das. Ah! Scheiße. So habe ich auch reagiert heute Mittag. Ey, erstmal, also ich war ja schon, ich fand das ja schon dreiste Stück, dass da kein LAN-Port dran ist, dass man sich so einen Adapter dazu kaufen kann. Ja, da haben wir ja schon mal drüber geredet, das finde ich ja nicht so schlimm. Aber was ist das denn hier von wegen? Ist doch eine hybride, mobile Unterwegskonsole. Wieso macht man denn da so eine Scheiße mit so einem Adapter, wo. Drei fucking Kabel, wo da steht sogar bei, dass die 0,5 Meter lang sind. Ja, wer will denn sowas benutzen? Wer? Und dann ist auch noch niemand. Dieser Adapter dazwischen, der ist ja auch noch riesengroß, ne? Also, das tut richtig, richtig weh. Ja, auf dem Bild sieht man, dass der Adapter
also der Adapter sieht auf dem Bild, ich glaube aber, er ist größer auf dem Bild, als er eigentlich ist. Auf dem ja, Bild aber sie haben auch, die haben auch im Internet so ein paar Bilder und der ist jetzt auch nicht klein, also er sieht auf dem Bild größer aus, ja. Der sieht aus, als wäre er die Hälfte der Switch-Konsole und das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Ja, also groß ist er nicht, aber das ist so unfassbar, das tut so weh, ne? That's what she said. Oh, goddammit. Hast du noch diese Einspieler hier, Cookie? Machen wir mal so einen Einspieler, wir haben heute noch keinen gehabt. Ja. Sehr gut. Es tut einfach weh. Also das ist wirklich, sie hauen damit das komplette Konzept dieser Konsole für ein Spiel, für einen Sprachchat, einfach auf, also wirklich, machen sie einfach kaputt. Aber es ist ja nicht nur das eine. Überlegen wir uns mal, was die Switch aktuell ist und schließen wir mal die nächsten zwei Releases mit ein, dann überlegen wir uns mal, was wir da für eine Konsole haben. Wir haben eine Konsole, wo die großen AAA-Titel, vor allem von Nintendo, darunter ist nur eins und das ist Zelda, was nicht Online-Multiplayer hat und was nicht auf Online-Multiplayer setzt. Wir haben Mario Kart, wir haben ARMS und ich zähle Splatoon 2 dann nochmal mit dazu. Dann haben wir drei Spiele, wo es eigentlich essentiell sein müsste, dass man da online mit Leuten kommunizieren kann. Und wenn die so nur diesen Adapter bringen, das ist einfach nur in meinen Augen eine absolute Katastrophe. Ich kann mir höchstens vorstellen, dass dieser Adapter so funktioniert, dass der auch funktioniert, wenn du nur eins von den Kabeln dran hast quasi. Dann musst du immer noch eine Android- oder eine iOS-App für den Party-Chat haben. Aber du musst ja dann für den Spielsound nicht die Konsole zwingend an diesen Adapter anschließen. Das heißt, du kannst dein Headset über den Adapter ans Handy anschließen für die App. Das kann ich mir höchstens noch vorstellen. Aber was machen denn Leute? Das habe ich mir heute Mittag schon gedacht. Weil die Konsole, die angeschlossen wird an den Adapter, ist ja offensichtlich für den Spielsound zuständig. Was machen denn Leute, die beides haben wollen, aber mit der Konsole in dem Dock spielen wollen? Sitzen die an einen halben Meter, weil das Kabel nur 0,5 Meter lang ist, vorm Fernseher und gucken auf den Fernseher, während die Konsole im Dock steckt? Also was ist, ich verstehe es nicht. Es gibt ja auch, das hat irgendeiner, warte, ich guck mal eben, hat das auf Twitter gepostet, der liebe Flo hat gepostet, dass es ja Bluetooth-Empfänger gibt für AUX-Kabel. Also damit ginge das natürlich auch. Aber das ist nicht, ich wollte auch sagen, das ist keine legitime Art und Weise, also das ist nicht der Way to go, Nintendo, auf jeden Fall nicht. Aber ich meine, die Möglichkeit besteht sich für, warte, was hat er? Hat den Screenshot gepostet, 14 Euro auf Amazon, sich so ein Ding zu holen. Damit ginge das dann auch aber über Funk. Ich kann einfach nur hoffen, dass auch einfach nur mit dem Handy funktioniert. Und auch mit irgendwelchen Drittanbieter-Headsets über Smartphone, ohne diesen Adapter und Headset oder so eine Scheiße. Aber alleine, dass ich da schon wieder mein Handy benutzen muss, ist doch schon wieder Kacke, ey. Ja, natürlich ist das Kacke. Das ist total Panne. Aber ganz ehrlich, wenn es nur ums Handy gehen würde, könnte ich damit leben. Ich finde es dann auch Panne, aber dann könnte ich damit leben. Aber diese Kombination mit diesem Adapter-Ding und überall 8 Millionen Kabel ist einfach eine Katastrophe. Ich sage euch mal, wie ich zuletzt Mario Kart gespielt habe online. Ich hatte die PlayStation 4 an mein Headset, an meinem PlayStation 4-Controller in einer offenen Party für den Party-Chat mit zwei Kumpels, während auf dem Fernseher aber die Switch an war für Mario Kart. Das ist die Situation, in die Nintendo uns im Online-Play momentan buxieren. Da bin ich unfassbar sauer drüber, dass die da keine Lösung finden, die anders aussieht als diese Scheiße, die wir heute im Internet gesehen haben. Ich bin richtig sauer. Ich wünsche mir einmal, dass Nintendo was richtig macht. Ich muss mal ganz ehrlich jetzt nochmal was sagen. Für jeden Schritt nach vorne machen die sechs nach hinten. Das ist eine absolute Katastrophe manchmal mit diesen. Mein Gott. Oh, ich liebe Nintendo so sehr, aber sie machen es mir so schwer. Wirklich. Mein Gott. Ein Nintendo, weißt du? Mach mal nicht diesen Miesen. Das kannst du doch nicht machen. So, sammeln wir uns kurz wieder. Chris, das ist absolut die Unterschrift. Es ist einfach nur wirklich sehr ärgerlich. Ich kann wirklich nur hoffen, dass das nicht zwingend ist, dass man beide Kabel, also ne, Konsole und Handy, immer angeschlossen haben muss. Aber auch dann wäre es eher so ein bisschen sag ich jetzt mal, das geringere von beiden Übeln, finde ich. Also auch, wie du schon sagst, Cookie, man muss sich dann wieder Zusatzperipherie kaufen, wenn man Bluetooth will, weil das irgendwie wieder nicht bedacht wurde und sowas alles. Das ist alles wieder nicht so geil. Und ich habe das Gefühl, Nintendo erforscht gerade, wie Microsoft damals mit der ersten Xbox so langsam das Internet. Nur das war 2001 und wir haben 2017. Also von daher. 1990, I bet there will be flying cars in the future. Ja. 2017, Nintendo bringt noch ein verkabeltes Headset auf den Markt. Mit 3 0,5 Meter Kabeln. Ja.
Leckofatz, Leute. Möchte noch jemand sonst von euch was sagen? Ansonsten gehen wir gerne zur nächsten News über, aber das war hier, hier irgendwie Breaking. Das reicht jetzt. Ach so, ich habe noch ganz Breaking. Wir machen das mal heute ein bisschen freier hier. Ich habe eben auf dem Handy gelesen, dass Microsoft in einer aktuellen Umfrage, was die E3 betrifft, fragt, auf welche E3-Ankündigung freut ihr euch am meisten? Und dann sind da so Sachen, die zur Auswahl stehen. Und dann steht da irgendwie Project Scorpio, Nintendo Switch, PlayStation 4 und SNES Classic Mini. Ist da offiziell angeführt von Microsoft als Auswahlmöglichkeit, über welche E3-Ankündigung man sich am meisten denn freut? Ist das ein Hinweis? Weiß Microsoft mehr als wir? Ist das der SNES Classic Mini? Man weiß es nicht. Haben wir da nicht schon drüber gesprochen? War das nur ein Gerücht bisher oder was? Das war nur ein Gerücht bisher. Das ist noch nichts offiziell. Ja, komm, wir wissen auch ganz genau, dass das passiert. Ich sag nur. Fand ich ganz interessant, als ich es eben gelesen habe. Ich finde es spannend, dass Microsoft sich da selber ins eigene Bein schießt, wenn man die Leute fragt, was sie sich mehr freuen. Weil da wird die Scorpio halt einfach verlieren bei so einer Umfrage. Ja, außer du fragst nur in so Technikblogs, weil da sagen die alle, was ist denn Switch? Oh, hier geil 4K und so. Was ist denn Switch? Kann ich da mein Bluetooth-Headset mit benutzen? Ja, kennen die ja nicht. So, zweite News, wenn das für euch in Ordnung ist, geht wieder um Nintendo. Aber nur indirekt. Und zwar kommt mehr Pokémon auf euer Smartphone. Die News kam diese Woche, dass Pokéland von der The Pokémon Company kommt auf Android- und iOS-Geräte. Sieht aus wie Pokémon Rumble, das heißt, ihr spielt so kleine Spielzeug-Pokémon. Die kämpfen gegeneinander, man kann irgendwie auch so ein, wie heißt das mit dem Turm, wo man da sich hochkämpft? Wie heißt denn das? Tower of Power. Nee, dieser, gab's nicht da so einen Turm, wo man dann zu den hier Dingsbums 4 kam? Wie heißt, ihr seid doch beide? Siegesstraße. Aha. Guck doch mal. Vielen Dank. Lass mich doch nicht auf dem Trocken sitzen. Turm. Aber ich wusste nicht, was du meinst. Du hast dich so unfassbar schlecht artikuliert, Mann. Was soll ich denn? In der News stand was von, man kämpft sich einen Turm hoch zu den besten Trainern der Welt. So. Ja, gut, was steht hier? Erfordert Internet und einen Nintendo-Account. Das heißt, es kann sein, dass man auch seine Miis da irgendwie mit integrieren kann oder so. Am 9. Juni, das ist nächste Woche, beginnt eine Android-Alpha in Japan, aber nur, da kann man spielen auf 6 Inseln. Es gibt 52 Stages, wo man kämpfen kann und da in der Alpha auch schon werden 134 Pokémon integriert sein. Man weiß noch nicht, wann das in Deutschland kommt. Jungs, freut ihr euch? Neues Pokémon und jetzt wieder auf dem Smartphone? Oder ist das immer, so? Immer. Auch? Smartphone ist wirklich eine gute Plattform für diese ganzen Pokémon-Spiele. Gerne. Nehme ich gerne, probiere ich gerne aus. Wenn es kacke ist, ist halt kacke. Wenn es cool ist, habe ich was mehr zum Spielen unterwegs. Ja, also ich freue mich da auch drauf. Ich finde auch bei Pokémon klappt dieser Free-to-Play-Ansatz meiner Meinung nach auch sehr gut. Chris, hast du gesoffen? Vielleicht. Chris ist gesoffen vor Freude, weil man demnächst Bluetooth an der Switch benutzen kann. Also generell finde ich das eigentlich ganz cool. Ich dachte erst, als du gesagt hast, wir müssen über die Pokémon-News reden, dass du Carpador-Jump meinst, was gerade rausgekommen ist. Das ist auch cool. Das ist so behindert, dieses Spiel. Das ist einfach nur scheiße. Ja, aber witzig. Ich weiß nicht, wer von euch beiden besoffen ist. Behindert ist übrigens nicht politisch korrekt. Und dann habe ich gedacht, du meinst die News, dass für Pokémon Go scheinbar jetzt Trainerkämpfe im Sommer kommen sollen, aber... Was alles gibt für Pokémon-News diese Woche, ja, ne? Ist richtig krass, ey. Also, vor allem, wie viel Nintendo jetzt auf einmal auf dem Smartphone macht, das ist echt heftig. Ja, das ging jetzt erkannt, echt schnell. Die haben erkannt, dass sie damit Knete machen können. Wobei Mario Run ja deutlich unter den Möglichkeiten blieb, ne? Und ich glaube, hier mit Fates machen sie unfassbar viel Geld. Mit Fire Emblem Fates auf den Smartphones. Ja, und das zeigt halt mal wieder, die Leute sind nicht bereit, 10 Euro zu bezahlen. Die Leute sind bereit, 20 mal 70 Cent zu bezahlen, aber nicht einmal 10 Euro. Ja, das, weil die Leute dumm sind. Die Leute dumm sind und sich denken, hoho, guck mal hier, da kann ich hier für 70 Cent hier was Geiles bei Fates kaufen. Was, 10 Euro? Mario Run? Nee, das kann ich auch auf meiner Wii U spielen, oder wie das Ding heißt. Das hat früher nicht gegeben. Ne? Ja, so ist es. Karl Günther, über 50, spielt gerne Nintendo-Spiele auf seinem Smartphone. So hört sich das an. So klang das tatsächlich. Ja, ich weiß nicht. Mir ist es relativ egal. Ich hätte, glaube ich, ich freue mich das nächste Mal über eine Pokémon-News, wenn wir tatsächlich mal ein Pokémon für die Switch sehen. Weil diese ganzen Smartphone-Spiele, ich habe es versucht. Ich habe auch Fire Emblem versucht. Das ist irgendwie nicht meins. Ich kann nicht auf dem Handy spielen. Ich finde das doof. Ich weiß nicht. Kann ich einfach nicht. So.
Ihr spielt das beide wahrscheinlich, oder? Chris, du hast ja auch mit Mario Run, oder? Ne, Mario Run habe ich nicht gekauft, weil das fand ich nicht so geil. Mario Run fand ich auch blöd, ja. Ach so, okay. Aber also, ich bin jetzt gerade ja umgezogen und ich habe jetzt einen Poke-Stop direkt bei mir vor der Haustür. Also ich sitze hier gerade am Fenster und ich kann jetzt eben so kurz ein paar Items holen. Seitdem spiele ich das jeden Tag wieder. Okay. In meiner alten WG hatte ich auch, das war über einem Restaurant, über einem Restaurant, und da war auch direkt ein Poke-Stop, das war schön. Ja, schön. Großartig. Ja, schön. Chris, deine große... Was auch schön ist für Diablo-Fans übrigens, ist unsere nächste News. Diablo 3, es gibt jetzt einen Trailer zu der neuen Klasse, und zwar dem Totenbeschwörer. Wenn ihr euch jetzt fragt, Moment mal, Diablo 3, das ist doch das Spiel, was vor 35 Jahren rausgekommen ist, warum sollte ich das jetzt noch spielen? Der Chris erklärt euch jetzt mal ganz kurz, warum. Los, geil Chris. Ist. Ja, okay, das war. Mal, gib mir mal einen aktuellen, pass auf, das wird jetzt interessant. Gib mir mal einen aktuellen Ein- oder Zwei-Satz-Pitch, warum der Totenbeschwörer ein Grund ist, nochmal zu Diablo 3 zurückzukommen oder warum dir das gefällt. Also, man muss einmal kurz die News erklären. Es kam jetzt ein Trailer endlich zum Totenbeschwörer und es gibt immer noch kein Release-Datum, aber der wird wohl in den nächsten Wochen bis Monaten kommen. Warum es geil ist, dass es einen Totenbeschwörer gibt? Das Spiel ist halt einfach perfekt, so wie es ist. Und durch den Totenbeschwörer kriegst du halt einfach mal noch eine komplett neue Klasse hinzu, wodurch du halt das Spiel im Endeffekt noch mal 50 Stunden spielen kannst, weil du halt einfach komplett neue Sachen finden kannst. Du kannst neue Set-Items holen. Und all so ein Scheiß, und das alleine reicht mir schon als Grund. So, aber dann habe ich eine Frage. Ich als interessierter, eventuell Diablo 3-Spieler, ja? Hab eine Frage. Gibt es denn auch zu dem Totenbeschwörer ein neues Level, was ich erkunden kann? Es gibt wohl neue Gebiete, kleine, aber es gibt keinen neuen Akt. Also bei beim letzten Teil, bei Reaper of Souls, da gab es ja jetzt ein komplett 10 Level hinzugefügt und einen komplett neuen Akt, also den fünften, ja. Genau. Und das gibt's jetzt leider nicht, und das kritisieren ja auch alle sehr dran, weil es ist ja dieses Jahr ist das Jubiläum von Diablo, 20-jähriges, und dann kommt halt ein DLC mit nur einer Klasse, der ja auch noch scheinbar Geld kosten wird, und da ist auch noch nicht ganz klar, wie teuer das wird. Und das ist ein bisschen schade, und deswegen fand ich es eigentlich auch mal ganz cool, dass wir darüber reden, weil ich find's wirklich schade, wie Diablo momentan als Marke von Blizzard eher fallen gelassen wird, und da ist so der Totenbeschwörer nochmal so das letzte Lebenszeichen, und dann, ja, komm, hier habt ihr einen Totenbeschwörer, viel Spaß, wir sehen uns. Ich glaube, Blizzard hat einfach so viel Erfolg mit Overwatch, dass die sowas wie Diablo dann eher so ein bisschen stiefmütterlich behandeln, was ja nicht okay ist, weil es ist eine ganz andere Art von Spiel. Nee. Aber kann ja sein. Naja, das Problem ist, Captain Blizzard, Cookie schreitet ein. Ja, bitte? Action Man, der größte Held in deiner Welt. Erklär mir, wie Blizzard funktioniert, Captain Blizzard. Ich weiß nicht, wie Captain Blizzard... fuck off. Ich weiß nicht, wie Blizzard funktioniert. Ich gebe nur meine Vermutung ab. Und zwar ist es ja mit Diablo so, dass die nicht durchgehend damit Geld verdienen. Genau, ja. Und mit Overwatch durch diese Loot... Nee, warte, was kann man sich kaufen? Man kann sich Lootkisten kaufen, oder? Oder wie ist das? Ja. Man kann sich Lootkisten kaufen. Hey, pst. Und mit World of Warcraft haben die auch einen Ingame-Shop. Bei Hearthstone kann man sich Booster kaufen. Und die sind halt auch im E-Sports und sowas vertreten. Da ist halt auch durch Marketingverträge und sowas einfach viel mehr Geld zu holen. Und Diablo ist quasi nur noch eine Art Service, weil wirklich viel Geld verdienen tun die damit nicht, außer durch die Reihenverkäufe, was natürlich wahrscheinlich immer noch relativ viel ist, weil Diablo eine riesige Marke ist. Aber es lohnt sich finanziell für Blizzard wahrscheinlich einfach nicht, in Diablo so viel Zeit und Geld zu investieren, um die Spieler glücklich zu machen, weil die halt viel weniger Outcome dadurch bekommen. Also das war sehr schön erklärt. Ich gehe auch ganz stark davon aus, wenn es ein Diablo 4 gibt, dann wird das Free-to-Play werden. Das Path of Exile macht es ja im Endeffekt gerade perfekt vor. Path. Ja, ist mein Gott. ist halt kein Diablo. Macht es halt gerade perfekt vor. Und ich glaube, dass das der Weg ist, den sie gehen werden. Wenn sie noch einen vierten Diablo-Teil rausbringen werden, wo ich eigentlich ganz stark von ausgehe. Weil das ist anders als das bei Warcraft, wo man einfach sagen muss, das Genre ist halt einfach irgendwie tot, aber Diablo spielen ja die Leute noch. Also. Letzte Frage an dich, Chris. Wirst du
den Totenbeschwörer weitere 50 Stunden spielen und wieder zurück zu Diablo 3 gehen? Vielleicht wären es keine 50 Stunden, aber ich werde ihn definitiv spielen, ja. Okay. Also ich freue mich da wirklich drauf. Ja, ja, ist, ich meine, klar, wenn das Spiel, was man liebt, wenn das Support bekommt, dann ist das ja ist alles cool. Ich habe damals Diablo gespielt, auch als der Reaper of Souls, diese Reaper of Souls Edition durch nochmal rauskam, habe ich es auch nochmal gespielt. Und dann war es aber auch für mich gut. Und ich habe mich gefragt, warum dieses Spiel, dieses alte, weil es ist faktisch jetzt inzwischen ein altes Spiel, warum dieses alte Spiel jetzt so aus dem Nichts für mich quasi einen neuen Charakter bekommt. Das fand ich einfach nur seltsam. Ja, ja, das, die machen das ja ziemlich intelligent mit diesen verschiedenen Seasons jedes Mal. Ne, es gibt ja eine neue Season, da muss man, glaube ich, noch mal einen neuen Charakter leveln. Dann gibt's Ranking-Systeme, in denen man dann seine Paragon-Level da macht und sowas. Für mich persönlich ist das auch nichts, aber es gibt ja, wir kennen ja auch ein paar Leute hier, der Tim, den jetzt keiner kennt, das wird keinem was sagen, aber der ist ja auch jedes Mal bei einer neuen Season am Start und levelt dann neue Charaktere und macht dann wieder Rifts und so weiter. Und anscheinend gibt es viele Leute, die das motiviert. Ich möchte gerne zur nächsten News weitergehen. Gerne. Das war ein schönes Schlusswort, Cookie. Es ist was Interessantes passiert. Es ist was Spannendes passiert. Nicht nur, dass wir haben über die Ankündigung nämlich gar nicht geredet, dass Far Cry 5 angekündigt wurde, spielt in Montana. Aber es ist was ganz Abgefahrenes passiert. Und zwar gab es in dieser Woche eine Petition, die ins Leben gerufen wurde, auf change.org von einem User, der sich Gamers United nennt. Und diese Petition fordert Änderung oder Einstellung von Far Cry 5. Ich lese mal kurz hier ein paar harte Fakten vor. Far Cry 5 würde nämlich beruht scheinbar auf klischeehafter Darstellung der Charaktere beziehungsweise klischeehafter Darstellung der Amerikaner. Und das würde die Fanbase beziehungsweise die US-Amerikaner beleidigen, wie Ubisoft mit den Charakteren und mit dem Thema umgeht. Das Artwork zeigt demnach die typischen, so wird es in der Petition auch gesagt, die klischeehaften Rednecks. Was man auf dem Artwork sieht, ist das letzte Abendmahl quasi mit den Gegnern, mit dem Kult Eden's Gate in Montana. Und das ist scheinbar für diese Leute, die da diese Petition ins Leben gerufen haben, ein Grund zu sagen, wir Amerikaner, wir sind hier voll beleidigt worden, weil alle Amerikaner sind so wie die auf dem Bild. Und ich glaube, deswegen kam das. Ich lese mal weiter. Teile aus dieser Petition lesen sich folgendermaßen. Zitat. Hast du ein Zitatgeräusch, Cookie, was du eben machen kannst, wenn ein Zitat kommt, damit die Leute merken, dass ein Zitat kommt? Nein. Mach irgendeins. Okay, das ist das offizielle Zitatgeräusch. Ihr müsst verstehen, dass es in diesen Zeiten gewaltvolle Konsequenzen haben kann, wenn ihr an eurer zwecklosen Kritik festhaltet. Die fortwährende Ablehnung durch mögliche Sexualpartner, sobald sie von unserem Hobby erfahren, die selbsternannten Spieler auf Twitter, die unsere Kultur für sich beanspruchen, es reicht. So, das sind Sachen, die in dieser Petition stehen. Und man weiß nicht genau, ist es jetzt fake oder hat da irgendein Vollhonk das tatsächlich für ernst genommen. Ich finde es total witzig, dass sich gerade jetzt die Amerikaner da beleidigt fühlen, wenn man... Ich hoffe wirklich, für die Amerikaner, in meinem schon nicht so positiven Weltbild für die Amerikaner, dass das ein Fake ist, dass das einfach nur ein bisschen Satire sein soll, einfach ein bisschen Ironie, keine Ahnung. Ich finde es, also wirklich, was die Amerikaner an, was die alles feiern, was die vor allem an Patriotismus und sowas, da möchte ich mich jetzt nicht positiv oder negativ zu äußern, aber so, keine Ahnung, die machen sich über Gott und die Welt lustig, aber Gnade Gott, God bless the United States of America, wenn irgendein Videospielhersteller die mal ein bisschen auf die Schippe nimmt, ne? Ich meine, ich finde das, wenn das wirklich ernst ist, ich finde das so lächerlich, ne? Dass es da Leute gibt, die sich, das ist genau wie diese, ich muss mich jetzt wirklich konzentrieren, nichts Falsches zu sagen. Das ist wie, als wenn wir jedes Mal so eine Petition ins Leben rufen würden, wenn irgendein Weltkriegsshooter rauskommt und wir dann behaupten würden, dass da alle Deutsche als Nazis dargestellt werden. Das ist doch genau dasselbe. Ja, stimmt. Stimmt, stimmt. Jetzt hier WW2 von COD, da. Ja. Da, wie die Amerikaner das schon wieder geil finden, ne? So D-Day und man spielt einen jungen Amerikaner und man kann dann da Deutschland stürmen und so. Also er ist ja erstmal Frankreich, glaube ich, ne? Tut mir leid. Ja, aber
Entschuldigung, ich red mich schon wieder um Kopf und Kragen. Deswegen ist ja auch egal. Deswegen lasse ich dich auch machen. Das wird immer am witzigsten, wenn du plötzlich, wenn du irgendwann in der Mitte deiner Sätze nicht mehr ganz genau weißt, dass du überhaupt gerade aufgenommen wirst. Dann macht das immer am meisten Spaß mit dir. Ja, das ist ganz schrecklich. Ich bin nicht so ungebildet, wie ich meistens rüberkomme, Leute. Nur mal, um das mal gesagt zu das haben. Macht übrigens, das macht übrigens in der Sprechstunde auch am meisten Spaß. Ich habe das Gefühl, manchmal vergisst du, dass wir aufnehmen und dann wird es am allerbesten. Wirklich. Ja. Wieder Axel auf jeden Fall, mein Punkt ist, dass das wird auf einem, das wurde auf einem Event in Amerika, wurde das vorgestellt, oder nee, war das England, ist ja egal. Auf jeden Fall finden die Amerikaner das total toll, dass man Weltkrieg spielen kann und da meldet sich auch kein Deutscher zu Wort und sagt, ey, wollen wir nicht mal die deutsche Seite des Zweiten Weltkriegs spielen oder so. Das ist dann für die Amerikaner total geil, aber gnade mal, dass man einen ganz kleinen Teil, eine Minderheit von den Amerikanern, nämlich die da hinten, diese Hinterwäldler, da ein bisschen auf die Schippe nimmt, was vollkommen offensichtlich ist, dass man die auf die Schippe nimmt halt, dass man das nicht zu 100% ernst meint, weil Far Cry noch nie so, das war ja schon immer so mit so einem Augenwink irgendwie. Ich versteh's nicht. Da kann ich mich auch nur drüber aufregen. Ja. Ist Panne. Chris? Ja, aber meiner Meinung nach, also ich bin mir eigentlich der felsenfeste Überzeugung, dass das irgendjemand bei Ubisoft gemacht haben muss. Das ist so krass über. Also ich glaube nicht mal, dass es das offiziell gemacht ist, aber irgendwelche Mitarbeiter, die sagen, oh, das wäre bestimmt mega lustig. Weil das ist doch die beste Werbung für das Spiel. Also, ich keine Ahnung, als ich geguckt habe, haben das, glaube ich, 300 Leute unterschrieben, diese Petition. Ne? Also, da brauchen wir nicht drüber reden im Endeffekt. Aber da redet ja jeder drüber. Und es ist ja auch einfach, es ist einfach mega witzig. Also, ne, man kann sich darüber aufregen und alles, aber im Endeffekt ist es mega witzig, dass der Amerikaner sich darüber aufregt. Ja, sehe ich auch so. Und deswegen ist das die perfekte Werbung für Far Cry. Also, die haben ja immer noch nicht über das Spiel geredet, sondern nur über diese Petition. Und das ist ja im Endeffekt super, weil das lenkt vom Spieler. Ja, und es ist irgendwie ein bisschen, für alle Außenstehenden ist es schon auch irgendwie ein bisschen witzig. Ne? So. Wir wollen das News-Segment gleich hier beenden. Eine schnelle News zum Schluss noch. Und zwar gab es noch ein Gerücht, deswegen will ich da gar nicht so groß drüber sprechen, weil es halt nur ein Gerücht ist. Und zwar hat auf Reddit irgendein User wieder gesagt, ich weiß hier voll Bescheid über From Softwares nächstes Spiel. Und der hat nämlich gesagt, dass kein Bloodborne 2 auf der E3 angekündigt wird, sondern ein Spiel namens Phantom Veil. Das spielt wohl irgendwie von der Thematik her bei den antiken Azteken und im Maya-Setting. Das Kampfsystem soll wohl aus verschiedenen Martial Arts Kampfstilen, mein Gott, ich hab aber heute, aus verschiedenen Martial Arts Kampfstilen und waffenlosem Kampf bestehen. Es soll Kampfhaltungen geben und das Spiel soll PlayStation-exklusiv sein. Würde dazu passen, dass Miyazaki von From zuletzt gesagt hat, dass sie an einem abgedrehten nächsten Spiel an einem abgedrehten nächsten Souls-like-Spiel arbeiten. Das würde schon dazu passen. Aber was sagt ihr? Hättet ihr Bock auf sowas? Azteken-Setting, bisschen mehr Nahkampf-Kram mit Kampfstilen und so von From? Auf jeden Fall. Also ich habe gerade ein bisschen. Der Cookie würde jetzt Intershop sagen. Kann ich unterschreiben. Was? Instashop? Ja, Instashop. Das ist deine Jugendsprache. Vielleicht. Danke. Kevin regt sich immer darüber auf, dass andere immer so, dass wenn andere sagen, was er ist, was er selber findet, was er nicht ist. Ja, aber bei mir ist das okay, ne? Diese Double Standards von Kevin. Ne? Das Ding ist, du bist auch einfach. Du bist die personifizierte Jugendsprache, Cookie. Wenn es irgendwo. Nein. Ich bin 24, Kevin. Was glaubst du, wie die Leute. Du bist im Kopf noch 12. Willst du mich verarschen? Ich wollte dazu gerade sagen, dass ich hatte sehr, sehr lange Zeit früher, von 1998, glaube ich, bis 2005, 2006 hat mein Vater ein Computerspiel-Spieler-Abo für mich gehabt. Und da gab es irgendein Spiel, ich habe gerade gegoogelt, ob ich das rausfinde, wie das heißt. Ich weiß nicht, ob das tatsächlich auch Aztec einfach nur hieß. Da hat man auch First-Person-mäßig mit so einem Indiana-Jones-Verschnitt ist man da durch irgendwelche Tempel gelaufen und hat dann so komische Figuren mit irgendwelchen Voodoo-Masken und sowas gehauen. Das war richtig geil. Und deswegen, wenn das das hatte ich jetzt zuerst im Kopf, als du mir das erzählt hast gerade. Und das fände ich auf jeden Fall ganz cool. Ich meine, From Software, klar, gucken wir uns ja sowieso alle an, ohne absolut darüber nachzudenken. Also ich find's richtig gut, dass sie ein neues Setting machen. Ich hätte auch Bock auf Bloodborne 2 gehabt, aber ich
würde mich noch mehr wirklich über ein neues Setting freuen, muss ich sagen. Ja, auf jeden Fall. Ich muss auch kurz sagen, ich mochte Bloodborne schon, aber das hat mich so heftig penetriert und ich war so heftig frustriert zwischendurch. Ich habe echt noch keine Lust auf den zweiten Teil. Das kann gerne noch 1-2 Jahre länger dauern. Ich sage, ich bin genau im Gegenteil. Ich habe natürlich auch total Bock auf was Neues, weil wenn From Software was Neues ausprobiert, da kam genau das nämlich bei raus. Bloodborne beim letzten Mal und ich liebe Bloodborne. Ich finde das richtig geil. Und meine optimale Situation wäre, dass sie sagen, hier, wir machen Bloodborne 2 von einem gewissen Teil von From Software, von einem gewissen Abspaltungsteil, von einem Team. Und das andere Team hat währenddessen an Phantom Veil gearbeitet und das kommt so dann in 2-3 Jahren oder so. Versteht ihr, was ich meine? Also wenn sie tatsächlich sagen, das ist das, was wir aktuell machen, hier ist ein Bloodborne 2 Trailer, zack, Hose aus, geil. Und dann kommt direkt danach Phantom Veil Trailer, neu, Azteken, Maya, Voodoo, hätte ich richtig Bock drauf und ich sehe das auch genauso wie ihr. Neue Sachen ausprobieren ist immer geil und vor allem, wenn ein Thema wie zum Beispiel Azteken und Maya und wie du schon sagst, Cookie, wenn da so Voodoo-Kram mit drin ist, wenn sowas kommt, ich habe wirklich Bock drauf zu sehen, was From sich da überlegen würde bei so einem Setting. Mystery Island heißt das Spiel. Mystery Island. Das war in der Computerbildspiele im April 2000, sorry. Mystery 2000. Island, also known as Aztec. So. Du bist ein Affe, ja. Mystery Island ist auch ein 17 Titel, Jahre her, Kevin. Mystery Island. Ja, aber das ist halt so, man sieht auf dem Cover halt so einen Indiana Jones Verschnitt mit einer riesigen Ratte an seinem Bein und einem Voodoo-Typen mit einem Steinhammer-Axt-Typ, keine Ahnung. Ich finde Mystery Island klingt nach. Azteken ist übrigens der Untertitel. Ah ja, siehst du, guck. Was ist der Untertitel? Fluch der Azteken. Fluch der Azteken. Ja, siehst du. Danke, Chris. Danke. Ich finde, Mystery Island klingt, als hätten sie es vorher programmiert und entwickelt und danach sich einen Namen überlegt. Was ist passiert im Spiel? Naja, man ist auf einer mysteriösen Insel. Okay, Mystery Island. So. Wir haben doch schon mal darüber gesprochen, dass Videospiele früher keine Brand waren, die irgendeinen Namen bekommen haben, sondern einfach nur der Name beinhaltet das, was das Spiel beinhaltet. Das stimmt. Und da, ne? Da müssen wir uns jetzt nicht drüber lustig machen, Kevin. Vor allem nicht, wenn man so fundiertes Wissen über diese Branche hat wie du, mein Junge. Das finde ich nicht okay. Oh, da war eine Kritik und etwas Umschmeichelndes gleichzeitig drin versteckt. Damit kann ich nicht umgehen. Wir gehen ganz schnell in den Community Corner. Community Corner. So, der Community Corner, wie jedes Mal, besteht aus euren Wünschen, Anliegen, euren Fragen aus den Kommentaren unter dem YouTube-Video. Das macht ihr bitte dieses Mal auch. Das heißt, stellt eure Fragen, stellt eure Wünsche, eure Anliegen, wir haben letztes Mal gesagt, wenn wir irgendwas Falsches erzählen, korrigiert uns bitte gerne auch, dann gehen wir darauf auch drauf ein und dann berichtigen wir das im nächsten Cast. Und beim letzten Mal, ich will jetzt mal hier ein paar Sachen sagen, die nicht nur mit Fragen zu tun haben, sondern einfach Sachen, die passiert sind. Larissa Lohse, hallo Larissa, dankt dem Cookie. Cookie, kannst du dich erinnern an deine extrem lange Ausführung, während Chris und ich kurz ein Schläfchen gehalten haben, über wo du PC-Teile gekauft hast und wo du PC-Teile kaufst und sowas alles. Ja, Larissa Lohse, ja. Dankt dir, sagt sie, ist schon, ich lese mal vor, sie hat geschrieben, ansonsten auch wieder ein unterhaltsamer Newscast, auch danke dafür, ich höre euch immer beim Aufräumen und Saubermachen, dann ist es nicht so lästig, siehste? Ja. Larissa saugt auch gerne, so wie ich. Oh, Kevin. Wir wissen, okay. Das war in Bezug auf die Sprechstunde, ich habe nichts gesagt. Guckt euch die Sprechstunde an. Und es war literally saugen gemeint. Staubsaugen. Guckt euch die Sprechstunde Guilty Pleasures an. Das meinte ich. Ja, auf jeden Fall sehr gerne. Ja, sehr gerne. So, dann haben wir noch zwei Face-Meltor. Da kommt noch irgendeine Zahl hinter, habe ich vergessen. Face-Meltor und Max. Ich glaube 92. Ja. Und verdammt, fast. Face-Meltor 92 und Maxi freuen sich immer wieder auf Freitag, haben sie geschrieben. Immer wieder freitags kommt der Newscast. Und jetzt alle. Sehr schön. Und es gibt tatsächlich drei Menschen, die Resident Evil Filme mögen. Wir haben letztes Mal gesagt, es gibt wahrscheinlich keinen, der diese Scheißfilme mag. Das ist dann Scarface 007, Halupka 77 und der einzig wahre D to the N is Hopper. Mag auch die Resident Evil Filme. Oh Mann.
Das wollte ich nur mal kurz sagen, weil ich glaube, ich habe letztes Mal behauptet, es kann keinen geben, der freiwillig diese Filme mag, aber gibt es wohl doch. So. Ey, früher, den ersten Teil, als ich irgendwie den zuerst geguckt habe, als ich 13 war oder so, fand ich den auch cool. War ja nicht schlecht, bestimmt. Aber ja. Das war einfach nur krass, dass ich was geguckt habe, was meine Eltern mir nie erlaubt hätten zu gucken. Aber der erste ist auch gar nicht so verkehrt. Der erste ist gar nicht so schlecht. Alles, was danach kam. Ja. Naja. So. Ja, reden wir nicht drüber, das darf keine Zeit kriegen. Genau, das stimmt. Vollkommen richtig, Chris. Fangen wir an mit dem ersten Kommentar von Rickys Popsofa. Props für den Namen, ja. Rickys Popsofa schreibt: Hey, super Folge. Man freut sich immer auf Freitag, weil wegen Wochenende und dem Newscast. Nun zu meinen Fragen. Man hat drei Fragen gestellt und eine davon habe ich mir ausgesucht. Wie nehmt ihr euren Newscast auf und gibt es Material, was ihr rausschneidet? Und da muss ich sagen, hier fällt nichts der Schere zum Opfer, oder? Nee. Also alles, was so passiert, alles, was wir sagen und alles, wofür wir uns hinterher rechtfertigen müssten, bleibt auch so drin. Ja, also das Einzige, wir haben zwischendurch, wenn wir sagen, dass jetzt ein Einspieler kommt, dann haben wir so 20 Sekunden zwischendurch, wo wir uns die Zeit aufschreiben, damit wir wissen, wo wir hinterher den Einspieler einfügen müssen. Da kommt dann ein kurzes Kommentar noch mal rein oder so, aber das ist wirklich nichts Relevantes eigentlich. Genau. Und wenn es witzig wäre, würden wir es nicht rausschneiden. Das stimmt. Genau. Das absolut ist richtig. Absolut. Ja. Also ihr könnt davon ausgehen, dass wirklich alles, was gesagt wird, ihr auch hört. Und alles, was auch witzig ist, hört ihr, auch wenn es eigentlich in dieser Zeit ist, wo wir uns kurz die Zeit aufschreiben und gerade nicht reden, ist auch schon mal passiert, dass wir es drin gelassen haben. Das stimmt. Ja, das stimmt. Und wie nehmen wir auf? Wir nehmen auf im Internet per Zencaster. Zencaster ist so ein Hosting-Programm quasi wie Teamspeak oder so, aber nur browserbasiert. Das heißt, wir... Und das ist halt absichtlich extra für Aufnehmen geeignet. Also es ist, man trifft sich dann nicht zum Quatschen, so wie man das im Teamspeak macht, sondern es ist halt wirklich eine Aufnahme, ein Podcast-Aufnahme-Browser-Tool. Genau. Würde ich so nennen. Und wir sitzen halt alle an unterschiedlichen Orten und vor allem Chris ist ein bisschen weiter weggezogen jetzt und da ist es einfach nicht machbar, dass wir uns irgendwie treffen. Wir wissen auch, liebe Community da draußen, wir wissen auch, dass die Audioqualität wahrscheinlich besser wäre, wenn wir alle mit geilen Mikrofonen im Studio sitzen würden. Das geht aber leider nicht und da wir trotzdem den Newscast liefern wollen, machen wir das so. So, Rickys Popsofa. Habe ich auch das erste Mal gelesen. Vielleicht hört Rickys Popsofa schon länger zu und freut sich jetzt, dass wir irgendwie seine Frage das erste oder ihre Frage das erste Mal drin haben. Wenn er schreibt, dass er sich immer Freitag wegen dem Wochenende und dem Newscast freut, stimmt, dann bedeutet das ja, impliziert das ja quasi schon. Impliziert, habe ich gesagt, Kevin. Ja, schreit dir das um. Kluger Mensch. So redet die Jugend heutzutage. Impliziert. Ja, siehst du? Impliziert Kappa. Das ist ja regelmäßig. Kappa. Oh ja. So. Was ich sagen wollte, ist, ich finde total schön, immer mal ein paar neue Namen unter den Kommentaren zu lesen und dann nehme ich auch die Fragen gerne rein. Also vielen Dank, Rickys Popsofa. So, The Golden Mask, once again, war schon lange nicht mehr dabei, hat ab und zu vor einigen Monaten, Wochen immer mal Fragen gestellt und ist wieder dabei. Schreibt: Ich hätte zwei Fragen. Erstens, ich hatte euch ja vor Monaten gefragt, ob Zelda Breath of the Wild das beste Spiel der aktuellen Konsolengeneration sein wird. Wie ist eure Meinung jetzt darüber, weil ihr damals meintet, dass das so nicht sein wird? Ich sage dir, ich glaube, das war vor dem Release von Zelda. Da hat er das gefragt, oder sie. Ja. Ich sage dir auch jetzt, dass ich das so jetzt nicht sagen kann und auch nicht sagen will. Ich glaube, man kann nicht, wenn es nicht komplett subjektiv ist, nicht sagen, dass ein Spiel das beste Spiel einer gewissen Konsolengeneration ist. Ich sag immer wieder, dass hier Red Dead Redemption das beste Spiel einer Konsolengeneration, der letzten Konsolengeneration war. Aber das ist halt komplett subjektiv und nur meine Meinung. Und ehrlich gesagt hoffe ich, dass die Switch noch mehr solcher Qualitätsbomben liefern wird. Absolut, klar, so. Natürlich. Also deswegen, ich finde die Aussage dazu zu treffen, ist einfach super schwierig. Und deswegen würde ich eher mit einem Nein antworten, weil ein Ja ist ein extremes aus dem Fenster rauslehnen, finde ich. Ja, aber wie wäre es denn, wenn wir das subjektiv sagen wollen würden? Dann glaube ich auch nein, weil es kommt noch Red Dead Redemption 2. Ja, aber bis dato, da können wir mal kurz drüber quatschen. Was aktuell? Also wir sagen jetzt mal, wir nehmen mal die Switch und die PS4 und die Xbox, nehmen wir mal. Ja, fällt mir spontan, ich muss ganz spontan, schieße ich jetzt raus, mir fallen ein paar Spiele ein. Mir fällt ein Bloodborne, Dark Souls 3, Uncharted 4. Das wären so Spiele, die für mich irgendwie zumindest diskutabel wären als beste Spiele der aktuellen Konsolengeneration und zusätzlich zu Zelda. Fällt euch was fällt euch ein? Würdet ihr sagen, habt ihr gerade eins? Witcher 3. Okay.
Also Auf jeden Fall. für mich ist Zelda auch eins der besten Spiele der Konsolengeneration, aber für mich persönlich halt nicht. Das soll jetzt gar nichts gegen die Qualität von Zelda oder so, ne? Aber ich habe halt einfach bei anderen Spielen deutlich mehr Spaß noch. Aber ich weiß auch, dass das komplett subjektiv ist. Ja, ist es Also sowieso. so ein Dark Souls 3 zum Beispiel ist für mich wirklich, wirklich gut. Aber ich sehe halt bei Zelda, dass es was Neues gemacht hat. Und Dark Souls 3 zum Beispiel hat nichts Neues gemacht. Und deswegen würde ich wahrscheinlich sagen, dass Zelda momentan eins der besten Konsolenspiele ist der Generation, ja. Ja, das würde ich auch sagen, aber das Beste ist schwer zu betiteln, Ja, finde ich. das kann ich auch gar nicht sagen, finde ich, weil ich habe super unterschiedliche Geschmäcker zwischendurch immer mal wieder. Und Also deswegen, ich bin froh, dass ich solche Entscheidungen nicht treffen muss. ja. Aber ich bin auch, ich würde sagen, ich würde sicher, ich gehe mir sicher in der Aussage, Zelda ist unter den fünf, mit Sicherheit unter den fünf besten Konsolenspielen der aktuellen Generation. So, ich glaube, so Ja, würde ich. da bin sogar ich dabei, Ja. 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 So, The Golden Mask schreibt noch weiter. Zweitens, welche Eigenmarken, die Nintendo schon lange nicht mehr gebracht hat, müsste Nintendo auf die Switch bringen? Da haben wir schon sehr, sehr oft drüber geredet. Metroid für mich an Platz 1. Okay, wenn er schreibt, die schon lange nicht gebracht wurden, kann ich am Mario Maker nicht sagen. Nee. Das heißt, ich hätte, oh Gott, ich werd jetzt gehasst, Oh aber Gott, nee. ich hätte richtig Bock. Mach schon mal, stopp, stopp, stopp. Mach dir schon mal so einen Knopf bereit, um irgendwas zu drücken oder so. Irgend so ein Lacher oder ein Klatscher oder irgend so eine Kacke. Ich hätte gerne Mario Football. Ach du Scheiße. Oh Gott. Oh nein. Ich hätte richtig Bock. Ich habe das auf der GameCube richtig, richtig gerne mit meinem Cousin damals gespielt. Ich hatte selber keinen GameCube zu dem Zeitpunkt. Mittlerweile habe ich einen. Aber auch kein Mario Football. Und da hätte ich Bock drauf tatsächlich. Ich würde das auch gerne online spielen. Komischerweise finde ich FIFA total blöd, aber das Mario Football hat mir immer sehr viel Spaß Da ist auch gemacht. FIFA und Mario Football nicht vergleichen. Das ist so wie Frauen- und Männerfußball. Also, das sind halt unterschiedliche Oh, Sportarten. oh, oh. Christian. Ja, aber recht. Oh, wie kann man denn? Das Es sind ist einfach wie unterschiedliche Hallen. Sportarten. Ja, es ist Ja. wie Hallenfußball und Dings. Mir fällt noch ganz spontan, ich sag's immer wieder, hier Advance Wars ein. Könnte man auch ein neues auf die Switch bringen. Oder ein Golden Sun oder sowas. Also, das sind so Marken, die sie schon lange nicht mehr gebracht haben, aber ich muss an Metroid denken. Ja, Metroid Jetzt ist bin mir ich mein auch bei. Zettel runtergeflogen. Wo ist denn jetzt Und mein. Christian hat keine Ahnung. Ja, den Rest, den ich mag von Nintendo, den bringt ihr halt regelmäßig. Oh mein Gott, wenn ich wüsste, wie man Sachen lupen kann beim Schneiden, dann würde ich das Mein Zettel ist runtergefallen. So, Golden Mask, ich hoffe, wir haben deine Fragen beantwortet und du machen. bist Der glücklich. Chris hat doch noch gar nichts gesagt. Hatte Christoph Doch, ich habe gerade. Metroid gesagt. Ja. Okay, ich habe nichts gesagt. Hatte doch. Dann haben wir noch eine letzte Frage, die kommt wie immer von Klötenvogel und Klötenvogel, also wie immer, weil Klötenvogel auch immer schreibt eigentlich. Ich liebe die Namen der Community. Die sind einfach großartig. Ja, Rickys, ich muss immer noch lachen. Rickys Popsofa und Klötenvogel. Klötenvogel schreibt, welches Mitglied ist zuletzt dazugekommen? Ich denke mal, er fragt, welches Redaktionsmitglied hier bei Vorzocker und das war Chris. Stimmt. Das stimmt. Chris, und das ist jetzt auch schon länger her, weil wir haben da damals unter Zockt, als wir noch nicht alle zusammen Vorzocker waren, ja schon den Newscast gemacht, aber du bist als letzter quasi neu dazugekommen. Das ist schon Das über liegt aber einer. nur daran, dass der Newscast erst ein bisschen später, nachdem wir schon alle auf Vorzocker-Videos gemacht haben, auch auf Vorzocker lief, richtig? Weil sonst waren wir es ja alle gleichzeitig eigentlich. Also du warst ja vorher da, aber sonst Mike, Sepp und ich eigentlich sonst. Ach so, ja, aber ich meine, ja, okay, was das ganze Team angeht, wenn wir Zock da schon mit einbeschließen. Also, ja, okay. Aber ansonsten müsste man sagen, es ist Chris, eigentlich. So. Das war der Community Corner. Das war wunderschön. Wir haben eine richtig gut launige Ausgabe heute. Ich habe richtig Spaß hier heute. Wie immer, sendet eure Fragen. Sendet eure Fragen ein unter der Faxnummer bla bla bla. Oder Schreibt an unter die YouTube. Postfach, ja. Schreibt unter die YouTube-Videos des Newscasts eure Fragen, eure Wünsche, eure Anregungen, eure Sachen, die ihr von uns hören wollt. Sachen, die wir beantworten wollen. Oder auch Grüße an die Oma oder die Mutti. Machen wir auch ganz gerne. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal vielleicht im Community Corner wieder. Das war's. Und jetzt gehen wir noch, bete ich noch ein Release schnell runter. Dafür machen wir einen Einspieler. Die Releases.
So, die Releases der kommenden Woche, ganz kurz, ein großes Spiel kommt in der kommenden Woche raus. Am 6. Juni könnt ihr euch Elder Scrolls Online Morrowind kaufen. Das ist einfach nur eine Erweiterung. Seht ihr auch im Release-Video. Ansonsten machen wir jetzt weiter mit Was wird gespielt? Was wird gespielt? So, was wird gespielt? Das letzte Segment, was wir haben. Wir quatschen ein bisschen darüber, was gerade in der Konsole so rund läuft, um euch ein bisschen Rausschmeißer zu liefern. Übrigens, ich fände echt ganz gut mal von der Community, von euch da draußen zu hören, und das meine ich vollkommen ernst, welches Segment des Newscasts ihr eigentlich am geilsten findet und welches wir vielleicht ein bisschen mal, wenn wir mal ein bisschen was verändern sollen, ein bisschen kürzer fassen sollen, welches wir vielleicht mal ein bisschen länger fassen sollen. Vielleicht haben die Leute da draußen, Jungs, ich weiß es ja nicht, mal Bock, ein bisschen ausgiebiger im Was-wird-gespielt-Segment mal uns quatschen zu hören über die Sachen, die wir gerade spielen. Kann ja sein. Ja, und generell Feedback wäre cool. Genau, und ich fände es schön, wenn ihr uns dann in die Kommentare mal schreiben würdet, was würdet ihr gerne ein bisschen mehr hören, was würdet ihr gerne ein bisschen weniger hören. Habt ihr eine ganz abgefahrene, coole andere Idee, was wir in den Cast einbauen können? Weil wir hören gerne auf euch und wir arbeiten gerne mit euch zusammen am Newscast. Das haben wir in der Vergangenheit auch schon immer gerne gemacht. Schreibt das bitte gerne mal in die Kommentare. Das wollte ich jetzt mal loswerden. Chris, was spielst du denn aktuell? Was beschäftigt dich so, wenn du spielst? Ich habe jetzt gerade mal überlegt, die letzte Woche war irgendwie viel los. Also am Wochenende habe ich zweimal die ARMS-Beta gespielt. Das katastrophale System bei Nintendo mit immer nur einer Stunde spielen können. Mhm. Ich meine, ihr habt wahrscheinlich auch das Video von Cookie schon gesehen. Ich finde, das Spiel macht wirklich Spaß. Ich habe es einmal mit Move und einmal mit Controller-Steuerung gespielt. Oder mit Motion-Steuerung so. Aber es ist für mich halt einfach, also es ist ein gutes Spiel, aber für mich ist es halt kein Vollpreistitel. Also dafür fehlt mir definitiv die Tiefe. Und dieses Rumgefuchtel ist einfach, das fühlt sich so 2005 an oder so. Ich sag's dir, mach keine Motion-Steuerung. Ich hab's ja dann beim zweiten Mal spielen, habe ich dann mit Controller gespielt und dann war es mir irgendwie zu simpel. Also wenn ich dagegen zum Beispiel For Honor nehme. Weil ja, aber For Honor trippt dir aber auch nur in die Fresse. Also Ja, aber es sind ähnliche Spiele im Endeffekt, wenn du es mit dem Controller spielst. Ja, okay. So, gut, und dann habe ich immer noch ein bisschen Zelda gespielt. Da gab es ja bei Twitter eine kurze Diskussion. Goddammit, jetzt werde ich wieder wütend. Oh nee! Das ist überhaupt nicht. Also, ich spiele, meine Switch ist so eine Nebenbei-Spielkonsole und dafür ist meiner Meinung nach Zelda auch richtig großartig, weil Zelda hat keine richtig packende Story, zumindest am Anfang. Also es ist ja. Du wirst halt frei in der Welt gelassen. Und das ist halt für mich so ein, oh, ich spiele mal eine halbe Stunde auf der Terrasse, dann spiele ich mal eine halbe Stunde im Bett. Ich fahre jetzt morgen 4 Stunden mit dem Zug, da werde ich wahrscheinlich 3,5 Stunden Zelda spielen. Bis das Ding so raus darf, ist. Ja, denn dafür ist die Konsole für mich perfekt. Und ich habe halt gesagt, dass ich momentan, weil ich hatte jetzt halt Urlaub, und da habe ich, keine Ahnung, 20 Stunden Persona 5 gespielt. Und für mich ist dieses Spiel halt einfach richtig geil. Es ist wirklich, die Story ist der Hammer. Und es macht einfach wirklich viel Spaß. Und deswegen, weil die Story halt so geil ist, packt es mich mehr als Zelda. Aber das heißt nicht, dass Zelda ein schlechteres Spiel ist. So. Es ist halt einfach nur. Es ist halt nicht so packend für mich. Das ist eigentlich alles. Chris. Ja. Wenn du die Story von Persona geil findest, willst du dann nicht vielleicht doch mal vielleicht dir den einen oder anderen Anime empfehlen lassen oder angucken? Ja, da denke ich auch immer wieder drüber nach. Aber weil wenn dich das so packt, ich meine, das ist ja schon ich kenne jetzt die Story von Persona nicht. Ich kann mir nur vorstellen, dass es halt eine komplett andere Sache ist, als das, was du sonst kennst, wenn du keine japanischen Inhalte guckst. Und wenn ich das packt, gibt es bestimmt tausende Animes da draußen, die dich auch packen könnten. Ich glaube einfach, dass Persona so das perfekte Maß ist. Weißt du, es übertreibt nicht ganz. Also manchmal, aber nicht immer. So, das, aber wir können da gerne drüber reden. Ich bin ja immer offen für alles. Ja, es gibt halt auch Animes, die nicht übertreiben, deswegen, ne, es gibt ja alles an Genres dieser Welt als Anime auch und halt noch ein paar Sachen mehr, weil man gezeichnet einfach manche Sachen besser darstellen kann als, ne, da haben wir schon öfter drüber gesprochen, als mit CGI oder so, wenn es nicht mega teuer sein soll zum Beispiel. Eine Episode eines Animes kostet übrigens auch so 200.000 bis 300.000. Krass. Ich möchte nur kurz noch mal sagen, Persona 5 ist für mich bisher das Spiel des Jahres. Das ist richtig geil. So. Schön. Mic drop. Schön, ich sag da nichts mehr. Ich habe genug dazu gesagt. Ja, droppst du wie Tupac? Cookie? Ja.
Ja, ich habe auch die Arms-Demo gespielt, aber halt nur eine Stunde. Ich möchte mich an dieser Stelle für denjenigen, der kommentiert hat, dass es dieses Mal nicht so gute Arbeit war, gerne entschuldigen. Auch ich habe mich vorher nicht informiert, dass es tatsächlich mehr Charaktere gibt und habe das negativ im Video gesagt. An dieser Stelle Entschuldigung, es war die letzte Session am Abend und wir wollten für Montag noch ein Video machen. Das kurz dazu. Ansonsten fand ich Arms eigentlich auch ganz cool bisher. Würde allerdings auch sagen, dass es für mich kein Vollpreisspiel ist, habe im Video auch gesagt, dass ich es vielleicht sogar vernünftig fände, das im Free-to-Play-Modell irgendwie zu machen und sich eigene ein paar Charaktere zu kaufen. Ansonsten habe ich jetzt ein bisschen League of Legends gespielt noch die Woche wieder. Ich fummel mich da gerade so wieder ein bisschen rein. Ich habe das ja seit der Beta schon gespielt und spiele mit einem Kumpel da jetzt ein bisschen. Ansonsten war ich viel draußen und unterwegs. Ich bin ab nächster Woche auch ein paar Wochen nicht mehr zu Hause. Das werde ich vielleicht auf Facebook oder so oder auf Twitter in einem kurzen Video oder so noch mal sagen. Deswegen, ich war auch viel draußen, ne, war gutes Wetter, deswegen nicht so viel Neues an Spielen gerade. Ich habe Arrow die vierte Staffel zu Ende geguckt. Die war gestern. Scheiße, oder? Ja, ich finde den Dark einfach irgendwie, ich fand den läppsch. Also, dann muss ich auch sagen, die Arrow vierte Staffel war eine absolute Quälerei. Ich habe das Gefühl gehabt, diese Staffel hatte 80 Folgen. Und ja. Die ging einfach nie zu Ende und das war einfach nur schlecht. Die haben sich die ganze Zeit im Kreis gedreht einfach. Arrow ist so viermal, das waren vier abgeschlossene Kreise, die genau das gleiche inhaltlich waren wie die drei Kreise, die nach dem ersten noch kamen. So. Arrow ist immer dann schlecht, wenn übernatürliche Elemente in der Serie auftauchen. Das ist immer dann am besten, wenn es keine übernatürlichen Elemente sind, finde ich. Ja. So, sollen wir ganz kurz, ich wollte mich auch was zu Abends noch sagen, das habe ich auch gespielt. Mir hat das extrem gut gefallen, weil ich wir haben das auf dem Event in Frankfurt, Cookie, mit Motion-Steuerung gegeneinander gespielt. Ich kann und will keine Motion-Steuerung mehr. Ich kann das nicht und ich hasse das. Ja. Und als ich das bei Arms jetzt das erste Mal mit einem Pro-Controller in der Hand hatte, dachte ich, wow, das funktioniert echt wirklich gut. Und das hat mir sehr gut gefallen. Ich habe einige Matches gespielt, viele davon gewonnen, einige habe ich richtig überhaupt kein Land gesehen. Ich stimme euch zu, dass es zu teuer ist für den Vollpreis, da stimme ich euch zu, für ein Spiel, was eher gimmickhaft wirkt, aber das ist ja dieselbe Argumentation wie bei Mario Kart, was quasi eine Neuauflage war, was auch Vollpreis ist. Diese Preispolitik ist vielleicht zu hinterfragen, was die Inhalte, also bezüglich der Inhalte angeht, aber mir hat Arms ansonsten überraschend gut gefallen. Cookie, wir haben ja damals gedacht, du bist der Einzige, der da so ein bisschen begeistert von ist, und ich war nur so semi-begeistert, weil ich auch von dir zugegeben zweimal auch richtig auf den Sack gekriegt habe bei dem Event. aber es hat mich wirklich sehr überrascht und ich freue mich darauf, mir das nochmal genauer anzugucken und dann, wie du sagst, Chris, diese Idee von, ich weiß nicht genau, wie lange ich daran Spaß habe am Stück oder überhaupt, um das mal ein bisschen zu überprüfen, auch für mich, da ein bisschen länger zu spielen. Ja. Und ansonsten habe ich mir tatsächlich diese Woche Injustice 2 geschnappt. Aus einem einfachen, ich muss dazu sagen, ich hasse die NetherRealm-Kampfspiele. Ich hasse Mortal Kombat X. Ich finde das richtig scheiße. Und ich fand auch Injustice 1 damals scheiße, weil ich das Kampfsystem nicht mag. Ich mag das Trefferfeedback von der Engine von NetherRealm nicht. Ich mag die Bewegung der Charaktere nicht und ich mag auch die Optik nicht. Aber ich wollte die Injustice 2 Story durchspielen, weil ich die Comics ganz geil finde und die grundsätzliche Story, die sie bei DC da durch Injustice oder mit Injustice auftun, finde ich ganz interessant. Und das habe ich gemacht. Das kann man gut so in ein bis zwei Sitzungen machen. Ich sag mal so dreieinhalb Stündchen braucht man für die Story. Ich glaube, ich werde das Spiel jetzt auch nie wieder anfassen. Aber die Story habe ich durchgespielt und die war tatsächlich ganz nett. So zweieinhalb Twists ist manchmal ein bisschen zu schnell erzählt. Aber wer da Bock drauf hat und wer DC-Fan ist und irgendwie sich das Spiel mal beim Kumpel leihen kann oder so, kann das sich definitiv gerne mal angucken. Ja, ich denke in diesem Moment dran, dass, wenn die Story so okay ist, aber halt irgendwie ein bisschen zu schnell erzählt wird, wie viel Budget würde ich diesem Spiel geben in der Entwicklung für die Story, wenn es halt, wenn andere Sachen obviously einfach viel wichtiger sind? Ja, naja, also ich kann es schon verstehen. Aber da steckt komplett DC dahinter, weil die haben ja auch begleitende Comics und sowas alles. Also ich denke schon, dass bei dem Spiel. Es gibt begleitende Comics sogar für Injustice? Ja, natürlich. Das ist ja Gott. Nee, Moment. Das ist richtig geil. Das ist richtig geil. Das ist ja von DC in Auftrag gegeben. Das ist ja eine Story-Reihe, die von DC quasi als Comic in Auftrag gegeben wurde, parallel zu einer Entwicklung zum Spiel. Und das Spiel erzählt Story, die in den Comics auch vorkommt, aber die Comics erweitern das Ganze. Das ist richtig cool. Wirklich. Okay.
Ja, gut, du hast Comics und frisst kleine Kinder im Keller, ich weiß, aber... Das habe ich überhaupt nicht... Wann habe ich jemals gesagt, dass ich Comics hasse? Du hast schon eine Menge Schön, gesagt. Dass er das für die Kinder nicht bestreitet. Ja, ich hasse euch. So, und was passiert noch? Ich glaube, ich werde nächsten... ich werde nächsten Monat Life is Strange spielen, das lade ich gleich beim PS Plus, wenn das schon online ist. Nee, das ist immer erst dienstags, der erste Dienstag. Nee. Aber ladet euch das trotzdem runter, Kinder, das ist nämlich richtig geil. Gut. So, richtig geil. Richtig geil. Achso, und ich habe mir hier Spectre of Torment runter... Nee, heißt das Spectre of Torment? Doch, ich glaube schon. Runtergeladen. Auf der Switch spiele ich das momentan. Das ist dieses Standalone-Add-on zu Shovel Knight. Das ist quasi die zweite Erweiterung zu Shovel Knight. Macht super viel Spaß. Super hart, aber ganz, ganz fantastisches Platforming. Hab ich mich sehr darauf gefreut. Ist ein sehr schönes Spiel. Und perfekt für die Switch, für unterwegs. So, das war schön. Das war sehr viel. Das war ein launiger Newscast. Ich hoffe, ihr da draußen hattet genauso viel Spaß wie wir. Jungs, hatten wir Spaß? Ja. Nee. Ja. Okay. Alles klar. Dann hören wir uns nächste Woche wieder. Und ich denke mal, Cookie, das wird vor deiner großen Abreise. Und dann musst du langsam auch mal nächste Woche oder so mal sagen, was abgeht. Dein letzter Newscast sein, aber nicht der letzte, wo du jetzt mitmachst, damit die Leute keine Angst haben und sowas alles. Nein, also du bleibst uns erhalten, auch über die Zeit, wo du nicht zu Hause wohnst, quasi. Richtig. Gut. Dann denkt an den Community Corner, denkt dran, bitte uns euer Feedback zu geben, welches Segment ihr vielleicht ein bisschen ausgiebiger haben wollt. Ich meine, wenn wir ein Was wird gespielt Segment ein bisschen aufbauschen quasi, dann muss ja nicht jeder für sich erzählen, sondern dann können wir ja auch ein bisschen mehr vielleicht diskutieren und sowas alles. Das geht ja, also gebt uns euer Feedback. Wollt ihr mehr News? Wollt ihr weniger News? Wollt ihr mehr Community? Wollt ihr, was weiß ich, eine Tanznummer? Sollen wir singen? Irgendwas. Schreibt es gerne in die Kommentare. Wir hören uns nächstes Mal wieder. Jungs. It's a beautiful day and a beautiful morning. Ich habe seit Tagen einen Ohrwurm von Iran. And I ran so far away. I couldn't get away. Okay, wir sollten jetzt aufhören. Hau rein, Leute, wir sind dann mal weg, bevor das hier ausartet. Tschüss. Ciao. Herzlich willkommen zu uns in eurem Ohr. Ihr hört den Vorzocker Gaming Newscast.